Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Das letzte Mal haben wir Welt 5 Mamalupe komplett abgeschlossen und jetzt schauen wir uns auf der Donkey Kong Insel um. Trautes Heim, Eis allein. Damit das Spiel auch mal dem Namen Tropical Freeze gerecht wird. Schöner Hintergrund übrigens. Den ich wahrscheinlich wieder 1000 Jahre lang sehen werde, weil das Spiel 1000 Jahre lang pro Stage lädt. Ja. Aber wenigstens die Pinguine haben Spaß. Und sie verkaufen unsere Bananen. Unglaublich. So, erstmal gucken. 5 Puzzleteile. Okay, das ist übersichtlich. Überschaubar, wollte ich sagen. Ich weiß nicht, warum ich übersichtlich stattdessen gesagt habe. I see, okay. Gut, also bisher noch nicht wirkliche Besonderheiten hier. Und ich glaube, Cranky wäre vielleicht sogar die bessere Wahl gewesen. Na, schauen wir mal. Okay, aber offensichtlich gibt es hier Plattformen, auf die ich nur ein paar Mal drauf springen kann. Woo! Voll daneben. Okay. Ja, da brauche ich definitiv Cranky für. Oh. Woo! Nee, da links gibt's nichts. Na gut. Mist. Hätte ich doch nur Cranky mitgenommen. Naja, egal. So. Kong-Buchstaben sind erstmal wichtiger. Bisschen schnell geschossen, aber okay. Ja. Yeah. So. Docken! Nein, nicht nach unten klettern. Oh, wie gemein. Man muss hier alles zusammenbrechen, ey. Da hätte ruhig mal ein Puzzleteil rauskommen können. Oder hier. Ich mir schon den Aufwand machen, darüber springen. Da ist das O. Donk. Donk. Puff. Okay. Das war knapp. So. Und... Jesus! Okay. Okay. Haben wir bisher einen Puzzleteil gefunden? Nee, aber zwei Kong-Buchstaben. Amen. Ich gehe davon aus, dass da links was drin ist. Nee, nicht. Okay. Das Ding nervt mich gerade ein bisschen. Das Problem ist, ich glaube, ich brauche den tatsächlich sogar. Na komm. Komm, einen noch. Einen noch. Na komm, einen noch. Okay. Okay, wunderbar. Eine Schatzkiste. Puzzleteil Nummer 1. Na, immerhin. Immerhin haben wir eins gefunden. Das ist nervig. Selbst wenn man hier diese Bananen einsammeln möchte. Okay, Münze. 806 schon wieder. Bonk. Yes. Das N. Das war ein bisschen fies. Oh, da ist was drin. Das ist eine gute Idee, war. Ich bezweifle's. Na, zumindest das Puzzleteil haben wir bekommen. Das Problem ist jetzt natürlich, dass ich keine Dixie mehr habe. Naja, muss ohne gehen. Okay. So. Geht ohne. Wunderbar. So, das Puzzleteil brauche ich nicht mehr. Okay, Donkey, prall ab. Kein Problem. R2 wollte ich sagen. Die rechte Schultertaste gedrückt gehalten. Aber wenn du meinst. Wenn du meinst. Dann wird das schon stimmen. So. Uhi. Okay. So. Nochmal. Vielleicht mit funktionierender Kollisionsabfrage. Das wäre ja schön. Wunderbar. So. Ein Traum. Okay. Jesus. Okay.
Na gut, einfach ran. Ich habe wahrscheinlich da rechts ein Puzzleteil verpasst, gehe ich mal schwer von aus. Aber ich wollte jetzt nicht meine ganzen Kornbuchstaben verlieren. Muss ich ehrlich sagen. Ziemlich kurze Stage. Irgendwie, so vergleichsweise. Hat mich jetzt etwas gewundert. Normalerweise sind gerade die ersten Stages in der neuen Welt echt lang in dem Spiel. Ui. Ganz schön weit weg. Oh, das wird ja toll. Da sieht man auch richtig gut, wo noch Secret Exits fehlen. Freut mich auch schon wieder. Ah, Mann. Da krieg ich ja hier das Kotzen hier. Verschollen im Eis. Ich hoffe, mit weniger Plattformen, die einen brechen. Aber irgendwie war das jetzt echt irgendwie kurz. Na gut. Kann ich da rein? Nein. Okay, gut zu wissen. Dixie. Mal wieder. Das war nicht knapp. Kein unnötiges Risiko oder so. Ah! Ich verstehe. Scheiß auf Physik, Mann! Okay. Zack, zack. Hoch, hoch. Wunderbar. Wie viel waren das? 5. Schon wieder nur 5. Okay. Ich weiß nicht, ob ich ein Problem damit habe, aber ich finde es sehr kurios gerade. Ich finde es immer noch kurios, wie kurz die Stage war. Huch. Zählt ihr als Gegner? Oh, nee, wahrscheinlich nicht. Kann ich auf die drauf springen? Ja. Immerhin. Oh, ich habe gehofft, da kommt ein Puzzleteil raus. Boinks. Das ist nicht so gut. Yikes. Okay. So. Bonks. Bonks. Okay, was haben wir denn hier? Achso, schon wieder so was. Gibt es jetzt irgendwas auf den Eulen, mich vorzubewegen? Nee. Na, ich hab gehofft, da kommt was bei rum. Okay. Das wird ein interessanter Sprung. Na bitte. Ah, verdammt. Ich wollte das haben. Das Banane. Ja, ich wollte das Banane haben. Ich wollte auch einen guten Deutsch haben. So. Wunderbar. Tief. Tief. Na komm. Ah, okay, da kommt er nicht hin. Es sah fast so aus, als hätte da was sein können. So, weg mit dir. Steckt sich da unten was? In dem Wrack. Nein. So. Oh, so knapp daneben. So close. Puzzleteil, jawohl. Sehr nett. Sind die hier eigentlich alle auf Riff gelaufen mit ihren Schiffen? Sehr unglaublich. Vielleicht sollte ich nicht so blöde Aktionen machen. Dann komme ich auch einfach an den Buchstaben ran. Das fällt mir auch gerade auf. Ich habe schon wieder fast alle Buchstaben. Sind die Stages hier alle so kurz? Machen wir einfach so. So. Halt. Stopp. Ein Luftballon. Was haben wir da unten? Ein Secret. Ach, die Bonus-Stage schon wieder. Na, von mir aus. Ist mit Dixie wenigstens ein bisschen angenehmer. Wobei, wenn man da einmal die Technik raus hat, ist auch nicht schwierig. Weil ich das von dieser anderen Bonus-Stage auch gesagt habe, die ich auf einmal dann ständig verkackt habe. Warum auch immer. Die man eigentlich niemals verkacken dürfte, weil es echt nicht schwer ist. Da! Ah! Banane, please. Dankeschön. So, wunderbar. Das müsste 3 von 5 sein. Yes!
Na gut. Yes. Ich weiß nicht, warum ich gerade den Checkpoint durch Klopfen aktivieren wollte. Ich habe keine Ahnung. Münze. Weg damit. Na, das hat nichts gebracht. Ich geh mal, ja, okay. Hab ich richtig vermutet, Nein, was mach ich denn? Was mach ich denn? Zurück! Zurück! Wow! Krasser Jump. So. Ich will doch den Buchstaben nicht verpassen. Ich dachte, das Fass schießt mich vielleicht nach links auf diese blöde Feuereule. Aber offensichtlich nicht. So, was habe ich denn jetzt verloren? Nix. Nichts verloren. So. Uiuiui. Komme ich an dieses blöde Ding daran? Wahrscheinlich erst, wenn das Schiff oben ist. Das ist nervig. So. Weg damit. Unter dem G ist noch was. Ah, okay. Damit ziehe ich es wieder raus. Na gut. So. Das Herz wieder geholt. Okay. Ich glaube, die Melonenbomben werden mir hier nicht sonderlich helfen. Mini. Aber sie zeigen mir ungefähr an, wo ich stehen kann und wo nicht. Einmal rüberspringen, so. Jetzt fühle ich mich ein bisschen sicherer gerade. So. Da hat mein Grabber ein bisschen geruckelt. Ah, von rechts komme ich heran. Okay. Ich habe gerade ein bisschen gezögert, weil ich da rechts diese Pflanze gesehen hatte und nicht so ganz wusste, wie ich da rankomme. Oh, wäre der jetzt ordentlich gesprungen, hätte es wahrscheinlich sogar funktioniert. Na gut. So. Okay. Ah, Bananen. Ich komme da nicht von rechts ran, oder? Nee, ich muss das mit dem Hasen machen. Sonst geht das nicht. Geht er nicht. Und dann sollte ich auch noch ordentlich von abspringen. Ei. Bei meinem Glück lohnt sich's wieder überhaupt nicht. Da wäre es wieder gut, Dixie zu haben, muss ich mal so sagen. Yes, nice. Puzzleteil, gut. Wie zu erwarten war. Ups. Nicht nett. Gar nicht nett. Ich hätte wahrscheinlich warten sollen mit dem Fass. Ich gehe mal davon aus, dass ich da auch wieder ein Puzzleteil eröffnet hätte. Naja. Egal. So ist das. Aber die Stage kam ja auch wieder... Also gut, sie war jetzt länger als die vorherige, aber immer noch irgendwie vergleichsweise kurz. Keine Ahnung. Vielleicht hat die Welt auch einfach mehr Stages als die vorherigen oder sowas. Und die sind alle einfach ein bisschen kürzer. Soll mir auch wurscht sein. Glatteistrümmer. Gut, die schauen wir uns aber beim nächsten Mal an. Ja, ich weiß, die Folge ist wieder ein bisschen kürzer, aber ich möchte jetzt keine neue Stage anfangen, die dann vielleicht doch 30 Minuten dauert und... Ja. Gut. Dann war es das erstmal von meiner Seite aus. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Falls ihr abonniert, kommentieren, gut bewerten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.